Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal die Babys in Makro. Ihr habt es euch ja gewünscht. Ich werde die Kamera jetzt mal hinstellen und hoffen, dass wir gleich ein bisschen Bananaworms hier sehen und die Babys auch gleich zum Fressen kommen. Ich lasse die jetzt hier unten oben rein. Da sind sie. Und heute nur ein kurzes Video. Denn gerade hat meine Kamera gesagt, sie ist leer. Super. Gut vorbereitet, Dani. Dann geht's mal los mit der Makrofilmerei. Also die Tiere sind jetzt so circa 1 Zentimeter groß. Wobei, plus minus, eher kleiner. Aber so über den Daumen gepeilt haben sie fast 10 cm. Und sie haben jetzt, wie man bei den Rechten sieht, bekommen sie jetzt diesen weißen Schimmer schon. Was natürlich richtig toll ist. Und ihr seht, die Bananaworms werden auch dankend angenommen. Artemia kriegen sie auch noch. Aber ich habe leider nicht so viel Erfolg gehabt mit den aktuellen Eiern, die ich noch habe, und der Ansatz, den bereite ich gleich noch mal vor. Deswegen gibt es heute nur Bananaworms. Ich hoffe, hier sieht man auch mal, wie die fressen. Ist das nicht süß? Kann ich den ganzen Tag lang zugucken, ne? Ja, es kann sein, dass die Aufnahme gleich abbricht, aber solange halte ich mal noch drauf. Und falls ihr sowas öfters sehen wollt, oder hat gerade gegeben, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Liked und teilt es gerne. Wenn ihr noch mehr Makrofische sehen wollt, dann sehe ich das dann. Falls ihr noch kein Abo habt, dann macht das bitte. Warum ich das immer sage, YouTube hat einen Algorithmus und der denkt dann, wenn ihr die Videos liked, teilt und kommentiert, dass die irgendwas Besonderes sind, was es sich lohnt, auch anderen anzuzeigen, die vielleicht schon Fischvideos geguckt haben. Und vielleicht begeistern wir noch ein paar Leute für die Kampffische, was natürlich richtig toll wäre, denn die Tiere haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient und auch artgerechte Haltung, darum geht es mir ja so ein bisschen. Ja, und das möchte ich gerne nach außen tragen, wie man die Tiere richtig hält. Und dazu kommen dieses Jahr nämlich ganz, ganz viele Videos. Ich habe schon eine ganz große Liste. Und ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auch auf Social Media teilt, die Videos. Muss jetzt nicht dieses hier sein, aber vielleicht ein anderes. Ja, und YouTube-Account ist kostenlos. Ja, genug Werbung. Genießt noch ein paar Minütchen hier die fresshungrigen Tiere. Also, das ist immer wieder faszinierend. Ich liebe diesen Status, wo die noch nicht so groß sind, aber auch noch nicht so klein. Schaut mal, wie die schon schimmern. Ist das nicht krass? Alle fleißig am Essen.
Achso, was ich noch sagen wollte, wie alt sind die Tiere? Die Tiere sind am 14.03.2020 geschlüpft. Sind jetzt also. Muss ich mal nachgucken, ob die schon so alt sind. Oh ja, fast 3 Wochen sind sie schon alt. Hab's gerade überlegt. Jo, aber ich ja, wisst ja, dass ich es gut finde, wenn sie nicht so schnell wachsen. Also ich kenne welche, die haben schon wesentlich doppelt so größere Fische in dem Alter, aber da lege ich ehrlich gesagt nicht so den Wert drauf, dass sie schnell wachsen, sondern dass sie gesund wachsen, genau. Wo man bei ihm nicht sagen muss, dass der andere ungesünder ist, aber ich finde langsam wachsen besser. Ist das nicht süß? Ich lasse es mal noch ein bisschen laufen. Ich sitze ja hier auch einfach mal stundenlang davor und beobachte das. Das möchte ich euch natürlich auch gönnen. Ich will mit dem Licht noch ein bisschen spielen, damit die vielleicht noch ein bisschen besser sieht. Das Licht ist schon so gut es geht. Vorne erwischen, sind sie ein bisschen größer. Dann sieht man ein bisschen mehr, ne, den Magen, Auge, Mund, Flossen hinten. Die haben auch schon Bauchflossen. Die Schwimmblase bildet sich langsam aus. Da gibt es dann auch nochmal ein kritisches Alter, wo man dann nochmal ein bisschen mehr auf die Fütterung achten muss. Deswegen gebe ich auch nicht zu viel, weil es kann auch sein, dass es dann irgendwann einen Bauchrutscher gibt. Und die können ihr Leben lang nicht richtig schwimmen, weil sich die Schwimmblase nicht richtig entwickelt hat. Durch zu viele Fütterungen. Weil der Magen natürlich da in diesem kleinen Bereich auch ganz schön viel rumdrückt. Und ich füttere die jetzt 3-mal am Tag. Habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht. Und immer kleine Mengen. Wenn ich jetzt arbeiten würde, müsste ich halt morgens und abends eine größere Menge geben. Aber es ist besser, wenn man kleinere Mengen auf den Tag verteilt gibt. Man könnte sogar 4 oder 5 Mahlzeiten machen. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich einmal. Mal ein Bild. Ich hoffe, das hat die Aufnahme jetzt nicht gestört und wünsche einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Macht's gut. Guck mal, der will tschüss sagen. Tschüss.